mal Platz an der linken Seite und bleib so, super. Sehen Sie es? Ich sage manchmal du, manchmal ihr. Seht ihr es? Ja, sehr gut war das jetzt. Das kann auch eine Möglichkeit sein, wenn die auf einer Seite ein bisschen kürzer springen, dann mal nach außen stellen, super war der Wechsel, um eben wieder Platz zu schaffen für die innere Seite. Sehr gut. Machst du es nochmal so, nur eine Viertel-Pirouette, gar nicht eine ganze. Einfach so ein bisschen wenden. Benni hat ihn jetzt schön gestellt, so würde er jetzt auch die vorbereiten. So, nach vorne und wieder raus. Sehr gut. Und am Ende fragen wir uns immer wieder, ja, was braucht es denn für eine gute Pirouette? Versammlungsbereitschaft. Schulter herein. Travers. Wenn ich mit dem inneren Schenkel komme, soll das Pferd wieder nach vorne galoppieren. Und in diese kleinen Teile zerlegen wir es eigentlich im Training, dass es am Ende dann auch funktionieren kann. Weiterer Vorteil, es geht nicht so auf die Beine, wenn man es einfach in die Einzelteile zerlegt. Und wie bei Piaf Passage, die Pirouetten werden meistens nicht besser, wenn man nur Pirouetten übt. Sondern was gehört dazu zu einer Pirouette?